Hallo Leute! Im letzten Video habe ich ja erzählt, was für Neuerungen es im Zombie-Modus gab bzw. gibt durch den neuen Patch. Jedoch habe ich eine Sache vergessen bzw. nicht vergessen, nein, es hat sich einfach nicht herauskristallisiert. Man konnte es nicht genau sehen aus den Patch Notes. Und zwar geht es darum, dass nun endlich die Shadows of Evil Wunderwaffe funktioniert. Und zwar war es ja eigentlich immer so, dass man ab Runde 156 auf Shadows of Evil die Wunderwaffe mehr oder weniger nur noch aus Sicherheit benutzen konnte, denn sie hat nicht mehr getötet. Also die hat die Zombies einfach nicht mehr gekillt, teilweise unsichtbare Zombies gemacht, und wodurch man mehr oder weniger danach Arnie schmeißen sollte, um halt nicht durch irgendwas Unsichtbares gesackt zu werden. Ja, so war das bisher immer. Jetzt ist es jedoch der Fall, ich habe das heute in verschiedenen Streams gesehen, dass ab 156 plus die Wunderwaffe immer noch funktioniert, also ganz normal, so wie wir es in Runde 20, 40, 70 oder sonst wo kennen. Und man kann einfach damit weiterspielen. Also man ist nicht ab Runde 156 gezwungen, runter ins Rift zu gehen und da zu spielen. Nein, man kann immer noch weiterhin auf Waterfront, also dort in der Alley, laufen. Also ich finde das übelst nice. Ich finde es wirklich gut, dass es gepatcht wurde. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch darauf warten, dass man die Wunderwaffe upgraden kann. Dann wäre das richtig OP. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß dann beim Shadows of Evil Zocken. Noch einen schönen Sonntag und bis zum nächsten Video.